Hallo ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2. Wir fangen natürlich eine neue Kampagne an und ich möchte natürlich abermals Mortal Empires die Reiche der Sterblichen unsicher machen. Und in diesem Fall möchte ich sie wirklich unsicher machen, denn wir werden mit den Dunkelelfen spielen. We must preserve this world. Und wir werden uns auch eine richtig harte Nummer aufs Brot schmieren, denn, wie gesagt, schaut euch mal hier die Herausforderungen an. Die Herausforderungen für Malekith und für seine Mutter Morati sind beide hart. Gut, bei Morati kann ich mir das ehrlich gesagt sogar sehr, sehr gut vorstellen, denn sie verbreitet Chaos-Korruption, was für uns natürlich jetzt nicht unbedingt besonders angenehm ist. Ne? Die hängt halt dem Kult der Freuden im Grunde slanisch an. Oder der Sinnesfreuden, wie man es genau ausspricht. Und das hat natürlich auch so seine Nachteile. Ich bin mir deswegen auch nicht ganz so sicher, ob ich mit ihr spielen möchte oder dann doch lieber mit Malekith. Aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt dann doch tatsächlich für Malekith, weil wir haben im Let's Play bereits mit einem Magier gespielt. Ich weiß, auch er ist ein Magier, aber ich habe dann doch jetzt lieber gerne jemanden, der vielleicht auch mal einfach so richtig geil auf einem Drachen reiten kann. Ich glaube, wir entscheiden uns wirklich für ihn. Ich werde auch auf sehr schwer spielen, obwohl hier oben dran steht hart. Gott, das wird so eine harte Nummer, ey. Und ich lese mal vor, was jetzt hier eigentlich überhaupt für Effekte auf uns zukommen. Ne? Fraktionseffekte. Malekith gewährt anderen Kommandanten einen Prozentanteil erhaltener Erfahrung. Das scheint ein Nachteil zu sein, deswegen wird es irgendwie hier so rot dargestellt. Wahrscheinlich heißt es einfach nur, er selber bekommt weniger Erfahrung und dafür dann halt andere Kommandanten dafür. Wie das sich genau auswirkt, das werden wir vielleicht sehen. Ist jetzt so nicht logisch ersichtlich. Es kann aber auch gut sein, dass das eventuell für gegnerische Kommandanten gedacht ist. Ich weiß es nicht. Also würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen, aber es ist sicherlich eine Erfahrung, gegen diesen Typen anzutreten. So, diplomatische Beziehung plus 30 mit dem Kult der Sinnesfreuden ist klar. Die Chefin davon ist seine Mutter. Die sollte ihrem Sohn sehr, sehr gewogen sein. Vor allem, weil sie unbedingt will, dass er der König auf dem Phönixthron wird. Dann gesteigerte Chance auf Loyalitätsverlust von Kommandanten mit höherem Rang als Malekith. Das bedeutet also, wir sollten gucken, dass wir definitiv mit ihm hier hauptsächlich leveln. Denn ähnlich wie bei den Skaven haben wir hier offensichtlich ein Loyalitätssystem. Die neuen Rekruten fangen direkt mit plus 2 Loyalität an. Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Und wir sehen, dass hier ein weiterer positiver Effekt ist, dass der Unterhalt für unsere schwarze Garde von Nagarond, Schreckenspeere, Düsterschwerter und Dunkeldorn um 50% reduziert ist. Das ist übrigens hier die schwarze Garde von Nagarond. Das ist das Dunkelelfen-Pendant zur Phönixgarde bei den Dunkelelfen. So, Rassenattribute. Wir können hier endlich diese schwarzen Archen mal ausrühren. Mächtige Seeeinheiten, die Truppen verstärken, neue Einheiten und Streitkräfte rekrutieren und Schlachten in Reichweite bombardieren können. Da bin ich mal gespannt darauf, wie das Ganze abläuft. Sklaven gewährt einen Bonus für die Wirtschaft von Provinzen auf Kosten von öffentlicher Ordnung. Okay, ja, Dunkelelfen halten sehr, sehr gerne Sklaven. Und die schicken die dann in der Regel jetzt nicht unbedingt in die Schlacht. Wobei es natürlich auch da das eine oder andere Geschichtchen im Roman gibt, wo das passiert sein soll. Aber hier haben wir sie halt einfach als Wirtschaftsfaktor. Und natürlich machen Sklaven ihr eigenes Ding. Wenn man sie nicht, man kann sie nicht 24/7 kontrollieren und deswegen geht die öffentliche Ordnung ein bisschen runter. Darüber hinaus sind Dunkelelfen geübte Mörder. Dunkelelfen erhalten den Segen von Cain in Form erhöhter Kampfkraft, wenn sie im Kampf ausreichend Feinde töten. Das heißt also, dass da irgendwann mal so ein Buff losgeht nach einer gewissen Zeit, wenn wir genügend Gegner getötet haben und dann geraten die im Grunde eigentlich in so eine Art Blutrausch. Das wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach der logischere Name, dass sie in so eine Art Blutrausch verfallen. Geübte Mörder klingt so ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, es klingt fast so ein bisschen im Zusammenhang, dass sie erst ein paar Leute töten müssen. Ah ja, jetzt habe ich es verstanden, wie man Leute tötet, jetzt kann ich es besser. Nee, also ich glaube eher, dass es so eine Art Blutrausch ist. So, lange genug gelabert, wir starten jetzt mit Malekith durch. Nettes Bild. Muss man schon sagen. So, zu lange schon verstecken sich die Dunkelelfen in ihrem angenommenen Heimat Nagaroth. Es ist an der Zeit, dass Malekith die Welt unter seine Herrschaft. Malekith, ihr herrscht über ein zersplittertes Volk. Euer Reich zerfällt
und überall lauern widerliche Kreaturen, die darauf aus sind, euren Vorstoß aufzuhalten. Die Druki sind zersplittert, doch bleiben viele nach wie vor eurer Herrschaft treu, andere jedoch nicht. Und diese müssen zurechtgestutzt werden. Beugen sie sich nicht dem Willen des Hexenkönigs, müssen sie vernichtet werden. Ja. Jenseits der Wachtürme des Nordens lauern die wilden Stämme der Menschen, unbedeutende Anbeter der dunklen Mächte. Ihre dauernden Angriffe müssen enden, und zwar mit ihrer eigenen Zerschlagung. Es liegt nun an euch, die Druki zu einen, sei es durch Staatskunst oder die Zerschlagung von Rival. Alle werden sich dem Hexenkönig beugen. Alle werden vor Malekith niederknien. Ja, das hoffe ich doch mal sehr. So, Spieleigenschaften Nagarond. Übrigens, dass es gerade eben so geruckelt hat, kann höchstens daran liegen, dass ich gerade eben im Hintergrund noch etwas rendere. Das sollte eigentlich bald nicht mehr der Fall sein. Nach dieser Folge hier müsste das eigentlich vorbei sein, das Rendern. So, Spieleigenschaften Sklaven. Fraktionen der Dunkelelfen nehmen Sklaven in Kämpfen gefangen. Sklaven bieten zusätzliches Einkommen, haben jedoch negative Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung. Sklaven werden außerdem in Riten eingesetzt. Ja, das war irgendwie zu erwarten. So, was ist denn das hier da oben? Sklaven. Die Gesamtzahl der Sklaven in all euren Provinzen. Details zu Sklaven in jeder eurer Provinzen findet ihr in der Provinzübersicht. Okay. Also hier oben auch eher ein minimalistisches System. Schwarze Archen, ist klar. Nach dem Freischalten des Ritus Opfer für Matlan könnt ihr eine mächtige schwarze Arche herbeirufen. Diese fliegenden Festungen können... Fliegend? Ich dachte, die schwimmen. Können fern der Heimat Armeen aufstellen, Einheiten rekrutieren und Invasionsstreitkräfte mit Bombardements aus der Luft unterstützen. Ah, okay. Kapitelziel erteilt. Besetzt oder plündert drei verschiedene Siedlungen, raubt sie aus oder reißt sie nieder. Das sollte für uns als Dunkelelf easy sein. My dark heart is yours. Ja, lass doch erstmal sie ausreden. Die Hagrene. Die Hagrene scheint eine Magierin zu sein. Feuerball, ja. Eigentlich haben die Dunkelelfen, glaube ich, auch ihre eigene Lore. Schade, dass das, wie gesagt, im Spiel hier einfach nicht mit drin ist. Was kann die so? Sie ist aggressiv. Gut, das ist jetzt für eine Dunkelelfe nicht untypisch. So, und was haben wir hier? Boah, ist aber wirklich eine kleine Truppe hier. Da haben wir, wie gesagt, Echsenstreitwagen. Die haben Urinstinkt, die Rüstung zu drehen, gegen Infanterie gepanzert. Nochmal eine Schnitterspeerschleuder, was im Grunde das Pendant der Adlerklaue ist. Schreckensspeere, das ist also die standardmäßige Speerinfanterie. Und hier haben wir natürlich noch die Schwarze Garde. Ja, okay. Und natürlich noch die Dunkeldornen, die im Grunde die normale Fernkampfeinheit darstellen. Wobei, die haben deutlich weniger Reichweite, kann das sein, als die Hochelfen? Diesen Eindruck gewinne ich zumindest gerade eben. Gut, sei es drum. Wir müssen jetzt als allererstes mal das hier ausbauen. Nagarond, Feste der Dunkelelfen ausbauen auf Stufe 2. Und mal gucken, die große Arena ist hier nebendran. Gehört Grond. Und hier ist der Tempel des Kane. Ich bin nur überlegen, ob ich mir nicht diesen Tempel des Kane nicht einfach sofort unter den Nagel reißen sollte. Und mit ihr hier... Ja, genau. Warte mal. Folterschlucht, Altar der absoluten Finsternis. Das sind einige Sachen, die ich mir einfach unter den Nagel reißen könnte. Tempel des Kane gehört dahin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Tempel des Kane etwas Wichtiges ist. Also ich möchte das auf jeden Fall haben. So, da drüben ist Har Garnet. Das gefällt mir ja gar nicht. Haha, kleiner Wortwitz am Anfang. So, und hier ist Grond. Okay. Technologie wirkt simpel auf den ersten Blick. Ist nicht so viel. Da, ja, interessanterweise haben wir gleich das erste. Wähl oder stirb. Das ist eine Aufforderung, glaube ich. Kämpfen ist ein Geschäft. Einkommen durch Überfälle. Mhm. Von Rache getrieben. Rekrutierungskosten werden reduziert, weil sie von Rache getrieben sind, oder auf Tyrannie begründet. Wachstum plus 10. Am Anfang, glaube ich, ist das eher wichtiger. So schnell wie möglich sowas zu machen. So, und wir gucken mal, wer steht mit uns gut. Die mögen uns alle nicht so sehr.
Boah, einige von denen wirklich gar nicht. Der Kult der Sinnesfreuden, den sehen wir sogar nicht mal. Das ist ja mal mega cool. Die haben eine grundlegende Abneigung gegen uns. Ah, sehr gut. Die haben wir schon mal einen Nicht-Angriffspakt geschmiedet. Damit haben wir uns gleich mal mit dem Schmiedebund verscherzt. Die haben hier eine grundlegende Abneigung von minus 30 gegen uns. Jetzt hoffe ich bloß, dass sie jetzt nicht gleich auf eine blöde Idee kommen, wir hier gleich Nagarond wegnehmen wollen. Das wäre eine Vollkacke. Gut, wir können nichts anderes machen. Wir können einfach jetzt mal nur hier mal durchstarten. Jetzt weiß ich auch, warum das hier sehr, sehr hart ist. Man hat halt am Anfang als Malekith irgendwie so gut wie gar nichts. Man hat fast das Gefühl, die sind gerade eben erst aus Ultuan geflüchtet und hier angekommen. Und es tickert so durch. Klar hätte ich jetzt erstmal Truppen ausbauen können, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich ganz, ganz schnell hier mein Reich ausbauen. Umso mehr ich an Geld und Möglichkeiten habe, desto schneller werde ich auch an Macht gewinnen. So, geschafft. Es greift uns noch niemand an. Ich betrachte das als einen massiven Vorteil. So, Tempel des Kane, wie gesagt, ist mein nächstes Ziel. Da kann ich auch gar nicht mehr allzu weit gehen. Was kann ich mit ihr hier machen? Armee blockieren. Das ist mir dann zu doof. Gehen wir lieber mal in die Richtung und gucken mal, ob wir da nicht noch irgendwelche potenziellen Verbündeten auffinden können. Ja, ich sehe schon, warum das so hart ist. Die anderen haben halt alle schon drei Gebiete oder sowas in der Art, ne? Das ist jetzt natürlich von der Fairness her nicht so geil verteilt. So, eine schwarze Arche kann momentan nicht rekrutiert werden. Hier kann ich momentan auch nichts machen, weil mir Sklaven fehlen. Ich brauche also Sklaven, das ist die Währung, die ich dafür einsetzen muss. Opfer für Atarti. Zu Beginn der Runde haben Kommandanten Loyalitätsgewinnchance, öffentliche Ordnung plus 8, das ist cool. Dann haben wir noch das Opfer für Hekarti, Einheitenerfahrung plus 50% für Zauberinnen, Zauberin, bla bla. Das ist dasselbe wie bei den Hochelfen für Hoeth. Opfer für Kane, Gefangenenverlustverstärkungsrate nach der Schlacht, Verlustverstärkungsrate, bla bla bla, Einkommen für Sklaven, bla bla bla. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Hochelfen für Isha. Wie gesagt, nur ähnlich. Und dann haben wir noch das Opfer für Matlan. Da bekommen wir eine schwarze Arche. Brauchen wir aber richtig viele Sklaven für. Okay, kann ich jetzt hier nochmal irgendwas Diplomatisches machen? Oh, die haben schon mal... Also, Hargarnet ist auf jeden Fall auf einem positiven Weg mit uns, aber ich kann sonst nichts machen. Was ist eigentlich das hier? Sklaven. Ah, da sehe ich einfach nur, wie viele ich habe. Höchstzahl Sklaven, 2000 derzeitige... Das scheint sehr wichtig zu sein. Zusätzliche Sklaven anfordern? Also ich muss hier wirklich Sklavenwirtschaft betreiben. Also hier Sklaven die ganze Zeit hin und her schieben. Das scheint hier der Witz zu sein. Okay. Muss man auch erstmal wissen, ne? Das wird jetzt gleich teuer hier. Aber ich will es auf jeden Fall haben. Name, Folterschlucht. Altar der absoluten Finsternis. Dunkelheit! So. Wir sind da. Wir könnten jetzt eine Schatzsuche machen, aber ich glaube nicht, dass die uns viel bringt. Wir haben jetzt hier sofort besiedelt. Bauen jetzt hier das Teil auf. Und damit haben wir jetzt im Grunde schon mal zwei Orte. Jetzt gucken wir mal, ist das hier irgendwie wichtig für die Dunkelelfen? Scheinbar nicht. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass der Altar des Kane irgendetwas Geiles für uns parat hält, aber scheinbar nicht. Also vom Namen her klingt das ja erstmal so, dass das jetzt hier irgendwas Tolles parat haben müsste, ne? Ich kann nicht mal gucken, was die hier alle für mich parat hätten. Ungeil. Sehr ungeil.
So, aber ich kann jetzt hier natürlich auch... Achso, und ich bin in einer anderen Stadt gelandet. Ich kann hier leider noch gar nichts machen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier auch noch Truppen aufbauen, aber nein, kann ich natürlich nicht. Weil ich im falschen Gebiet bin. Farewell. Daran hätte ich vielleicht denken sollen. Hola, die Waldfee. Ach, wer wohnt denn da? Nochmal so ein paar komische Dunkelelfen. Also hier laufen wirklich eine ganze Menge Dunkelelfen rum. Im Dutzend billiger gefühlt. Schwarzlichtturm. Ich schicke die jetzt mal da runter. Geht auf 6 hoch. Da sind wir immer noch bei 3 bei Hargarnet. Do go on. This will be most. Da geht immer noch nichts. Blackheart. Wächter des Torwalds. Display. Geht auf jeden Fall jetzt erstmal. Wisst ihr, sie kennen uns nicht. Es geht bloß halt jetzt erstmal sofort runter. Mal so aus Prinzip. Geht's einfach mal runter. Grond. Minus 12. Boah, das läuft ja richtig episch geil. Ich liebe ihren Hass, könnte man sagen, als Dunkelelf, ne? Schöner Vulkan. Ich gehe direkt weiter zur Folterschlucht dann. Ach, mit denen habe ich schon Krieg. Ach so. Die ist aber nicht so gut. Das habe ich nicht bedacht, gebe ich zu. Vereint gegen uns. Nagarond hat jetzt hier... Also, wir haben jetzt Krieg mit Klar-Karond. Scheiße. Das sind die hier, ne? Okay. Das ist wirklich kacke. Ich gehe mal sofort hier durch. Um meine Truppen dann hier in der nächsten Runde dann aufzubauen. So, was können wir bis jetzt machen? Wir können jetzt hier Schreckenssperre machen. Und Dunkeldorn. Das nächste ist ein Dunkeldorn mit Schild und Düsterschwerter. Kostet 2000. Ja, bessere Truppen zu haben ist natürlich auch ein Vorteil. Oh, das Steinsägewerk. Cool. Baukosten wird reduziert. Das finde ich auch sehr gut. Was ist das hier? Hier kann ich Türme der Schwarzen Garde bauen, sowie Schwarzer Turm von Malekith. Holla. Das sind immer richtig geile Gebäude. Okay, wirtschaftliche Gebäude. Da geht das hier noch. Höfe der Dunkelelfen. Jawohl. Und ja, jetzt haben wir halt mal richtig Stress, ne? Dreadlord, awaiting command. We share common purpose. Let us be. Ich kann leider keinen Handel mit denen hier machen, die wollen einfach nicht. Hargarnet geht's runter. Warum geht das jetzt runter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Share your inanities with me. Ich kann auch nichts machen, wie ihr seht, es ist alles rot. Nicht besonders hilfreich. Okay, währenddessen jetzt die Hagräne wieder da rüber juckelt. Naja, immerhin haben wir jetzt schon mal hier gleich mal unseren ersten Gegner. Auf den werden wir uns sehr, sehr schnell stürzen. Sobald wir die entsprechenden Truppen gebaut haben. Bin mal gespannt, ob das jetzt gerade eben ein Fehler war, das da unten sich zu holen oder eben nicht. Das werden wir sehen. Noch kann ich nicht sagen, ich habe die Dunkelelfen noch nie gespielt. Das ist für mich komplett neu. Also gut, auf Tyrannie begründet ist jetzt hier quasi unsere Herrschaft. Und wir könnten jetzt hier die öffentliche Ordnung, Gefangeneneinkommen und bla 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 verbessern, Wachstum noch weiter verbessern. Ne, ich gehe jetzt hier auf die Rekrutierungskosten. Die möchte ich jetzt hier ein bisschen senken. So, das sind jetzt hier ganz, ganz normale Schreckensperre und Dunkeldorn. Das Geile ist, die haben von Anfang an schon Schilde. Okay. Ja, fangen wir mal an hier gleich mal mit Zweien. Ich habe eigentlich vor, zu versuchen, eine ähnliche Strategie anzuwenden wie gegen die Hochelfen. Oder wie mit den Hochelfen damals. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das Ding hier ist jetzt auf jeden Fall auch am Start. Sehr gut.
hier gehen jetzt hoch auf 6. Die hier gehen runter auf 1. Ja, das baut sich, diese Geschenke bauen sich halt ab. Ich müsste halt irgendwann mal wieder Geschenke machen. Fear my malice. What dark and callous plans do you wish to lay before me? Das hier geht nicht. Das sind mindestens 2000, die man denen schenken muss. Das ist doof. Bringt uns kein bisschen weiter. Ja, wir müssen natürlich erstmal gegen Dunkelelfen kämpfen, ist klar. Dann lassen wir es schnell mal wieder alle durchtickern. Und nachdem wir jetzt hier so eine gewisse Armee dann aufgebaut haben, werden wir dann auch losschlagen gegen unsere ersten Feinde. Es ist natürlich schon bitter, dass die uns jetzt gleich am Anfang den Krieg erklärt haben. Was natürlich auch interessant ist, ne? Da ist so ein Dunkelelf, der wagt es tatsächlich, König statt des Königs sein zu wollen, ne? Oder in dem Fall lieber König statt des Hexenkönigs sein zu wollen, denn Hexenkönig kann ja nur einer sein. Außerdem ist das eine doppelt blöde Idee. Eigentlich müsste das jetzt die Mama Morati ziemlich scheiße finden von dem hier und den hier quasi sonst wohin verfluchen. So, das Teil jetzt hier, sehr gut, ist auf jeden Fall schon mal gebaut. Ich werde es nicht weiter ausbauen. Aber dadurch haben wir unsere Verlustverstärkungsrate deutlich verbessert. Wir haben eine Truppe Hargarnet. Oh, warte mal, ich muss mal jetzt hier mal direkt mal vergleichen. Die sind besser in der Offensive, die Düsterschwerter. Sogar deutlich besser. Machen wir noch einen davon und einen davon. Das sind also jetzt meine Flankierungseinheiten, die ich dann nutze, beziehungsweise sozusagen meine letzte Instanz, die ich dann quasi als, als zweites in die Front werfe oder dann um den Gegner versuche herumzubewegen. Aber bis ich die einsetzen kann, dauert. Die Hagrene läuft hier immer noch rum. Eigentlich könnte ich sie mal hier anfangen zu leveln, ne? Hier mal Dinge tun, Armeen blockieren und solche Sachen. Wenn man das Geld übrig hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Voraussetzung dafür. Boah, was hier alles am Start ist, ey. Und durch. Mission erteilt, erobert und besetzt die Folgensiedlung Hackgreff. Spiel, du kannst meine Gedanken lesen. Unrestrained power. Was kann sie jetzt hier machen? Technologie stehlen. 20% Buff. Für 400 oder Armee blockieren. Modifizierte Bewegungsreichweite der Zielarmee auf der Kampagnenkarte. Versuchen wir es mal allein, um sie ein bisschen zu leveln. Praise came. Hat, so wie es aussieht, funktioniert. Ritus freigeschaltet. Yeah! Heldenaktivität erfolgt. Die Armee ist jetzt erstmal blockiert. Sie hat einen Level-Up. Auskundschaften. Chance auf magische Gegenstände. Nein. Öffentliche Ordnung. Senken. Nein. Technologie stehlen. Verwundene Armee blockieren. Kann um bis zu 15% dann runtersetzen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ich glaube, dafür könnte man sie sogar wirklich nutzen. Aber ich gebe... ich bin mir einfach nicht sicher. Ach komm, wir machen jetzt erstmal hier so richtig schön Stress. Öffentliche Ordnung stiften. Also ändert sie einfach. Also bei uns positiv, beim Gegner negativ. Deswegen machen wir das jetzt mal so, dass die hier mal so ein bisschen weniger Party haben. Unsere Truppe hier ist jetzt quasi wieder voll am Start. Aber da geht natürlich noch mehr. Ich will noch eine weitere Dunkeldorne haben. Ist auf jeden Fall cool, dass die Dunkelelfen gleich am Anfang eine sehr viel höhere Varianz an Truppen haben. Gefällt mir sehr gut. Aber das ist halt bei den Dunkelelfen so. Und die Hochelfen haben das halt nicht. Damit muss man leben. Bin mal gespannt, ob sich die in Bewegung setzen oder ob wir dann einfach da angreifen können.
die große Arena. Das ist so nah dran an uns. Eigentlich total verlockend, aber ich will es nicht machen. Ich halte es für keine gute Idee, jetzt mit jemandem hier einen Krieg anzufangen, der potenziell verbündet ist. So, Malekith ist streng, das wissen wir alle. Es hätte mich gewundert, wenn das nicht gewesen wäre. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Das sind auf jeden Fall schon mal ein paar gute Fernkämpfer. Ich möchte nochmal... Scheiße, ich kann nur ein Düsterschwert bauen. Das ist enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend. So langsam aber sicher gerate ich geldtechnisch an meine Grenzen. Conjurer. Wisst ihr, was mir fehlt? So eine Möglichkeit, Geld stehlen. Das fehlt mir so ein bisschen. Leaving. Leaving. Ja, sie soll sich mal umgucken. Ach du Kacke, was kommt denn da an? Definitely not. Ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt hier zu mir kommen. Das wäre total doof. Das würde mich schon ein bisschen nerven. Das gebe ich zu. So, 7. Karon K. Ja, sie hat immerhin verstanden. Ich soll sprechen und sie soll zuhören. Also da hat die Gute schon mal zu Hause gut zugehört, als Mami und Papi das erklärt haben. Trotzdem will sie mit mir keinen Handel eingehen. Das Lustige ist, dass man, glaube ich, sogar wirklich mit Norska sich theoretisch verbünden könnte. Das ist alles gar nicht so... so unwahrscheinlich, dass man sich mit denen kurz schließen kann. Schnell mal durchtickern lassen. Die Musik ist auch so geil bedrohlich. Hat schon was. Kreis der Zerstörung. Wupp. Was ist denn das hier? Oh Gott, das ist ein riesiger Chaos. So ein Chaos. Technologie erforscht von Rache getrieben. Sehr gut. Rekrutierungskosten. Oh Gott, die Verschwundenen. Na toll. Das hilft uns ja gar nicht am Anfang. So, was ist das jetzt hier? Geschwindigkeit. Für unsere Einheiten. Einheitenerfahrung. Aufstieg durch den Kampf. Schreckenspeere, Düsterschwerter, Dunkeldorn, Korsaren bekommen also dadurch plus 5 Führerschaft. Das heißt, die rennen nicht so schnell weg. Das halte ich für sehr wichtig. Das ist insbesondere am Anfang, wie ich finde, sehr, sehr... ja, kann schlachtentscheidend sein. Und dadurch nicht nur schlachtentscheidend, sondern halt auch noch entscheidend insgesamt so ein bisschen für den eigenen Krieg. Ich baue den Kollegen hier. Wir haben jetzt hier 5 davon. Ich will auf jeden Fall noch eine 6. Dunkeldorne haben, denn das wird sehr viel entscheidender sein, am Anfang sehr viel Beschuss zu haben. Und dann können wir beim nächsten Mal vielleicht noch eine Einheit bauen. Und dann müssen wir uns so langsam aber sicher mal dann Gedanken darüber machen, ob wir die hier nicht dann doch mal angreifen. Was haben denn die hier für Verteidigung? Das ist sogar eine Provinzhauptstadt. Wo sind die anderen Gebiete? Da. Und da. Aber ich kann hier nicht weg. Ich muss eigentlich diese Armee als erstes schlagen, wenn ich hier eine Chance haben will. Denn sobald ich da rauslaufe, da oben, werden die kommen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Ich würde es tun. Gut, liebe Leute, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter und werden dann unsere ersten Sklaven hoffentlich sammeln. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.